Okay. Gut, ich hoffe, dass es jetzt dann geht. Oh. Ich hoffe auch. Hab irgendwas gemacht? Nee, ich hab wieder gestartet. Ach so. Nimm Sonic, der Arme muss doch gewinnen. Ah, zu spät. Jetzt sind wir die Villager. Let's go to the city ist das Thema von ihm. Das finde ich witzig, weil jeder Charakter hat sein eigenes Thema. Weißt du, wie man das überhaupt steuert? Nö, aber irgendwas wird schon. Also im Endeffekt gibt es zwei Angriffstasten mit verschiedenen Richtungen. Du wirst gerade ganz schön verprügelt. Was macht ihr da? Mach doch mal was. Ja, ich weiß nicht. Was denn? Also auf B, also auf dem unteren Knopf, machst du deine Special-Angriffe. Und je nachdem, in welche Richtung du lenkst, machst du verschiedene Special-Angriffe. Da muss man einfach rumexperimentieren. Und auf dem rechten Knopf, auf A, macht man Standardangriffe und auch da hängt es davon ab, in welche Richtung. Läuft doch ganz gut. Der Villager ist ein ziemlich witziger Charakter. Melinda auch. Mein Angriff unten B ist zum Beispiel, dass ich erst einen Baum pflanze und den dann gieße. Und dann benutze ich eine Axt, um den zu fällen. Ich esse mal den Salat. Nom nom nom. Ich lasse dich mal ein bisschen rumprobieren, oder? Genau, und auf dem Angriffsknopf nimmst du dann auch Items und setzt sie ein. So wie jetzt gerade mit dem Bienenstock. Und jetzt hast du ihn gekillt. Okay. Cool. Oh, hey, danke fürs Abonnieren. Kaputski. Freut mich. Alles okay? Was denn? Bei dir? Ja, klar. Das ist gerade so. Ich habe nur gerade in den Chat geguckt. Gegen Glurak und... Also gegen zwei Pokémon-Trainer. Weil die auch in Städten unterwegs sind, oder? Wahrscheinlich. Sind sie tot? Oh, okay. Dann bringe ich es mal zu Ende. So schnell es geht, damit du wieder da bist. Ich glaube, ich bin irgendwo runtergefallen. Ja. Yeah. Okay. Schönes Standbild am Schluss. Ja, wir machen wirklich eine Stunde länger. Wir machen wirklich bis 9, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, ja, machen wir. Ja, machen wir. Ich meine, das sind 526 Euro und das ist eben voll cool. Eben. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht, also wirklich nicht damit gerechnet. Weil ich mir dachte, beim letzten Mal, eben, da kam dann so viel zusammen und wir... Also es ist ja jetzt fast Ende des Monats. Das stimmt, das muss man auch berücksichtigen. Was halt auch immer ein bisschen doof ist, deswegen, weil wir es leider verschieben mussten. Der Baseball ist super cool, der ist zielsuchend. Der teleportiert sich. Oh oh. Der Villager ist auch so ein Fun-Charakter. Also genauso wie deine Melinda auch, die sind sehr ähnlich. Das sind irgendwie sehr schwierige Kämpfer. Und mit denen umzugehen ist echt nicht leicht. Aha. Dr. Mario. Warum Dr. Mario? Mach mal du dein unten B. Was machst denn du da eigentlich für eine Attacke? Oh, ich habe gerade auf dich geguckt. Und jetzt sterbe ich, glaube ich. Nein, doch nicht. Mach das da. Ha, okay. Ich glaube, du kannst da Projektile von Gegnern einfangen und in deiner Tasche speichern und dann theoretisch wieder benutzen.
Ich würde es gerne mal versuchen. Ah, Mist, ich war ein bisschen zu langsam. Und ihre Pille schießen würde ich die gern packen und einstecken. Was witzig ist. Du stirbst gleich. Ich finde das ganz komisch, dass man irgendwie mit X springt. Du kannst auch springen, indem du nach oben lenkst. Oder mit Y geht's auch. Man springt quasi immer, egal was man macht. Das ist echt so ein Spiel, das ist... Hey, Metatron, dankeschön. Nochmal 24 Euro. 550 voll. Oh, dann glaube ich, ist mein Stream gerade eingefroren. Naja. So kann es gehen. Muss man neu starten. Voll lauter, das war dem Stream zu viel jetzt. Ja, das war too much. Ja. Die Wii Fit Trainer. Schöner Finisher. Mhm. Ja, fast 600 Euro voll, super, ne? Ja, echt krass. Das ist echt richtig cool. Vielen, vielen Dank, Leute. Oh, und Alpha Wolf, danke fürs Followen. 550 Euro sind's. Jetzt ist mein Stream auch wieder da. Ah, ja. Deswegen. Hat ein bisschen gedauert. Oh nein, wir kämpfen gegen deine Klone. Warum sehen meine Klone besser aus als ich? Warum? Tun sie doch nicht. Du hättest dein Outfit auch ändern können. Die Baumpflanzattacke ist, finde ich, immer noch die beste. Sie wurde vom umfallenden Baum erschlagen. Mhm. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, also wir haben uns überlegt, was wir machen und so, und dann gesagt, okay, 1000 Euro machen wir die Grenze dann. Aber ich hätte nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass auch nur 500 Euro irgendwie zusammenkommen. Ah, cool. What is this? Dein oben B-Angriff ist es, glaube ich, oder? Ah. Ich glaube, du stirbst. Ich bring schnell hinter uns das Bonus-Level. Die sind eh blöd. Das Bonus-Level ist eh nervig, finde ich. Okay, whatever. Ja, das stimmt. Das finde ich auch leider immer... Also, Gary Son HD. Schreibt, dass er es cool findet, dass wir Tiere unterstützen. Dass das nicht viele machen. Und das stimmt. Das fällt mir auch immer wieder auf in so Spendenaktionen und so weiter. Ramsi, danke. Das ist sehr schön. Jetzt sind wir 555 und 55 Cent. Voll cool. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte im Prinzip nur sagen, ist mir auch aufgefallen, das passiert halt nicht oft. Ja. Finde ich schade. Oh, Bosskampf. Oh, okay. Hallo. Ja, ich mag gerade die alten Fallout-Teile halt einfach gerne. Deswegen mache ich auch zu denen gerne Videos. Ah. Das ist quasi die Hand des Spielers. Das ist quasi die Metapher. Schnell Baum fällen. Super viel Schaden machen. Ich steck im Boden fest. Mit dem Steuerkreuz kann man übrigens in die vier Richtungen posen.
ich hab, guck mal, ich ich mach Naja, sie hat Pfoten. Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. So, und jetzt kann man theoretisch noch den Abspann kaputt schießen, wenn man will. Aha. Für extra Loot. Aber das überspringe ich eigentlich meistens, weil es ziemlich lame ist. Ich mach nicht mal irgendwas. Wie schieße ich denn? Auf B. Auf A, auf A. Genau. Aber, nee. Doch. Immer wieder drücken zum immer wieder schießen, ansonsten lädst du quasi deinen Schuss auf. Wunderschön, oder? Wolltest du auch gerade, dass wir asynchron werden? Ja. Das genauso lange gewartet wie ich. Dadurch waren wir wieder synchron. Aber ist mal ein anderer Abspann auf jeden Fall. Aber einer, der auch absolut nicht dazu verleitet, dass man sich die Namen anschaut. Nee, das stimmt. Da haben wir letztens eh drüber geredet, dass es echt schade ist, gerade in der Videospielbranche, dass man irgendwie überhaupt gar keine Namen kennt. Ja, das stimmt. Also man kennt halt so die 10 großen Entwickler, aber anders wie in der Filmbranche, wo man eben hunderte von Schauspielern kennt und hunderte von Regisseuren, sind es halt eher Markennamen bei den Videospielen, leider, die man kennt. Ich finde, das sollte sich ändern. Ja. Ist so hypnotisierend irgendwie. Das stimmt. Finde ich auch. Wie synchron wir gerade, hast du das gesehen? Wie synchron wir gerade hin und her gewippt sind. Und jetzt stecken wir irgendwie ineinander. Glückwunsch. Glückwunsch. Hallo. Ortis Jensen. Endergebnis. Willkommen zurück. Okay. Oh. Danke, Peacemaker. Ja, hey, danke schön. Hä, aber da hat doch dann noch jemand gespendet, oder? Weil es waren noch 500... Ja, und Kaputski vor 2 Minuten. Das haben wir ganz übersehen. Vielen Dank auch an dich. Mensch, jetzt fehlen noch 19:45 und dann wird sogar noch eine Stunde. Also wahrscheinlich noch zusätzlich dazu. Genau. Dann... Genau. Ja. Das ist cool. Das ist echt voll super, fast 600 Euro. Ja, das ist echt crazy. 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 Wollen wir noch eine Runde machen? Von mir aus. Wollt ihr euch die Figuren, die Charaktere aussuchen? Dann nehmen wir die ersten beiden. Oder die ersten beiden, die jetzt im Chat geschrieben werden. Oder willst du dir einen aussuchen? Nö, passt. Gut, dann machen wir es so. Kann ich noch mal was trinken schnell? Ich auch. Wahrscheinlich war das auch deine... Ja, unter anderem. Ich würde auch echt sagen, dass... Wo ist denn der O-Saft hin? Wo ist denn der O-Saft hin? Ich hab ihn. Link und Mewtwo. Okay. Okay. Pikachu, zu spät leider. Pikachu ist auch ein cooler Charakter in dem Spiel. Pichu. Ach so, Pichu. Pichu ist Pikachu in schlechter in dem Spiel. Also als Kämpfer meine ich jetzt. Nicht grundsätzlich. Wobei in Pokémon eigentlich auch.
Aber welcher Link? Willst du Link nehmen? Oder lieber Mewtwo? Mir ist es wurscht. Aber dann wäre ich gern Link. Okay, dann nehme ich Mewtwo offensichtlich. Mewtwo. Mewtwo. Ich weiß nicht, warum ich früher Mewtwo zu dem gesagt habe. Das macht nicht mal Sinn. Baby. Link und Mewtwo. Los geht's. Bibi. Ah, Katzen sind das Beste. Dass ich zu viel Spoiler in den Videos. Ja, ich rede halt das, was mir gerade einfällt. Da sind auch viele Spoiler dabei. Öfter mal. Du Spoilersau. Kleine Katze. Ich halte mich aber zurück. Okay. Warum habe ich ein Schwert? Du hast eins aufgehoben, Laserschwert. Das lag schon rum. Yeah. Was denn nix? Du stehst einfach nur in dieser Heilpflanze und heilst dich. Ach so, das ist ein Heilding. Also ich finde die Steuerung von diesem Spiel so... The Cluedo! Dankeschön! Dankeschön! Für Stream, Ehre und Wurst. Wurst. Oh, Baby. Mewtwo, hä? Ja, der Controller gehört. Der kleine Kater. Ja. Aber eigentlich ist die Steuerung ganz simpel. Ridley. Ich lass dich mal mehr rumprobieren. Du kannst zum Beispiel den Schuss viel länger aufladen, dann machst du eine riesen Schussladung und kannst sie sogar speichern. Wenn du jetzt in eine Richtung lenkst, dann kannst du dich quasi normal bewegen und der Schuss ist aber gespeichert. Und wenn du dann nochmal die Taste drückst, dann lässt du auf einmal die ganze Ladung los. So wie jetzt gerade? Ja. Cool. Habt ihr, also ich weiß nicht, ob ihr, je nachdem wer von euch Pokémon gespielt hat, so die ersten Blau, Rot, Gelb und so weiter, hattet ihr Mewtwo irgendwann? Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich den zwar dann im Nachhinein gefunden habe, weil mir jemand gesagt hat, ich soll da nochmal in diese Höhle gehen. Da ist er dann. Aber ich weiß noch, dass ich den, weil ich hatte den Meisterball schon irgendwo anders verworfen und hatte den da nicht mehr. Und dass ich einfach keinen Bock mehr hatte nach 10 Mal oder so. Und dann habe ich ihn einfach aus Frust getötet. Und dann war er weg. Hm. Ich habe auch sehr lange, weil ich hatte auch keinen Meisterball mehr, das ist bei mir für Arktos draufgegangen. Ich habe auch sehr lange an Mewtwo rumgekämpft, bis ich den tatsächlich gefangen habe. Er ist verdammt schwer, ohne Meisterball zu fangen. Dazu hat es eine ganze Armee von Mewtwo's, aber höchstwahrscheinlich durch Missing No. Metatron! Dankeschön! Dankeschön! Und somit sind wir auf 600. Dann müssen wir jetzt aber echt noch Pizza bestellen. Ja, sonst wird es zu spät. Ja, aber ich würde schon sagen, dass die geschenkte Stunde trotzdem geschenkt ist, ja, oder? Natürlich. Ja, ja, eben, genau. Das ist ja doof sonst. Eben, sonst wäre es ja doof. Das heißt, es geht auf jeden Fall noch... Wie lang? Bis 10. Bis 10. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, Kartoffeln, was machst du denn?
Ja, Baby. Was, du hattest legal eine ganze Armee von Mewtwos? Das geht ja gar nicht. Es gibt ja nur einen im Spiel. Du lügst. Hey, nein, nicht beißen. Nein, nein. Ist er wieder in Spiellaune? Ja, irgendwie so ein bisschen anscheinend. Wir wurden gefragt, welche Musik wir gern hören und welches Genre. Ach so. Oh, zurzeit höre ich leider nicht so viel Musik. Aber eigentlich mag ich gern Post-Rock. Und so punkige Sachen. Ich eigentlich auch. Also vor allem Punk. Ich höre aber... Ich glaube, ich bin da nicht so auf ein Genre fixiert. Ich höre eigentlich alles durch die Bank, was mir gefällt. Also ich höre auch mal Klassik, ich höre auch mal Hip-Hop. Aber Musik war früher viel größerer Teil. Ach so, Ratte, das geht natürlich, das stimmt. Dann nehme ich es zurück. Wenn man es immer wieder durchspielt und die lagert, dann kann man eine Armee von Mewtwos haben, das stimmt. Cludo, hast du Geburtstag heute? Hey, wirklich, alles Gute, Cludo. Und herzlichen Glückwunsch. Run-Chiff. Danke fürs Follow. Aua. Nein, nein. Er ist verrückt. Bereit? Los! Oh. Ich will immer mit der falschen Taste angreifen. Ich gebe dir Feuerschutz. Oh oh, jetzt wird's gefährlich. Du bist tot. Ich bin tot. Ja, der Kleine ist runtergefallen. Hilfe! Ja. Nein, nein. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott, der hängt in meinem Kopfhörerkabel. Ja, er ist runtergefallen von meinem Schoß und hat sich in mir reingekrallt. Na, jetzt hat er keinen Bock mehr im Kit. Na gut. Oh. Yeah. Ja, die Map finde ich auch cool. Das ist schon schön. Was habt ihr alles gespielt? Ist das eine Frage an uns, Ortis Jensen? Oh Gott, alles. Ja, also bei Sebi glaube ich wirklich alles. Ich war also eingegrenzter. Also ich hatte nicht viele Konsolen als Kind. Also eigentlich, ich hatte schon Konsolen, aber ich hatte kaum Spiele für die Konsolen. Ich glaube, mein allererstes Spiel war Harvest Moon. Doch, Harvest Moon, klar. Für die PlayStation 1. Nee, Quatsch, ich hatte da vorher als Kind. Also mein Vater hatte den NES. Deswegen kenne ich noch Pokémon. Ich kann mich nicht konzentrieren. Zelda 2. Ja, Zelda 2 war mein Zelda. Also das wird auch für immer mein Zelda bleiben. Okay, deswegen, ich kann mit diesen ganzen neuartigen Zelda, die gut sind, nichts anfangen. Ich möchte dieses Zelda 2 Scheißspiel haben, bitte. Und Mario halt und irgend so ein komisches Fußballspiel. Meine erste Konsole war allerdings, meine ersten Spiele habe ich allerdings weder auf C64 noch Atari gespielt, wie die meisten, sondern auf dem Schneider. Dem Schneider, wie hieß er, CPC irgendwas. So ein Konkurrenzprodukt zum C64, das nicht so erfolgreich war. Ah. Pokémon gegen Zuschauer. Ach so, Pokémon Let's Go hat einen Online-Modus, ne? Das stimmt. Aber ich habe das Spiel nicht sehr weit gespielt und alle meine Pokémon sind ungefähr Level 10 oder so. Ich glaube, du stirbst schon wieder. Verdammt. Ups, verdammt. Ja, ich habe außerdem überlegt, das wäre natürlich cool, wenn wir irgendwas hätten, wo ihr mitspielen könntet. Minecraft hat wahrscheinlich keine, also auf der Switch zumindest nicht, oder kann man das machen? Doch, doch, klar. Ach, geht das? Das wird schon gehen. Oder Mario Kart. Hm.
Hallo Primutos, wie geht's? Hallo. Ich habe vorher noch irgendwo eine Frage gesehen, jetzt habe ich sie vergessen. Die Level werden alle auf 50 gesetzt in Online-Kämpfen. Echt, bei Pokémon. Oder aha, wie? Das wusste ich gar nicht. Dein Bruder spielt gerade Just Dance. Ich habe das noch nie gespielt, ich würde cool. Das irgendwie gerne mal... Da macht man doch eigentlich nichts, oder? Da läuft irgendwie so Tanzding und dann tanzt man das nach. Aber das wird ja nicht kontrolliert, ob man das auch tanzt, oder? Das weiß ich auch nicht. Ich hatte nur mal so ein Tanzmattenspiel. Das kontrolliert natürlich schon, wo man hin will. Ja, naja, gut, aber ja. Das ist ja nicht... Etwas Zeit! Wir müssen seinen Schwanz angreifen. Sonst ist er erstmal unverwundbar. Autsch. I don't understand. Au, 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 au. Wir müssen ihn quasi von hinten attackieren. Au! Kann er mal aufhören? Wir machen ihm kaum Schaden und der uns ganz schön. Na, halt dich halt jetzt mal still, ey. Okay, sehr gut. Jetzt seinen Kopf attackieren. Du am besten. Ich bleib hier hinten. Zum Beispiel. Ich bin tot. Oh oh. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Okay, kein Problem. Das kriegen wir hin. Ach, ich hasse ihn so. Felix, ich bin die Merlin. Ich bin praktisch die Frau vom Zeppoloni. Und wir spielen, also manchmal hört man mich auch, vor allem in den Streams. Oh, manchmal bin ich auch dabei. Ich habe auch schon selbst Streams gemacht zu Pokémon. Zur Pokémon Nuzlocke Challenge, die ich immer noch nicht beendet habe. Ich wollte die echt. Stimmt, beenden. Ja, stimmt. Die läuft ja noch. Ja. Also die ist ja noch nicht vorbei. Genau. Genau, das bin ich. Man hört mich auch manchmal, aber wirklich ganz selten in ein paar Videos. Ich habe auch schon eigene Videos gemacht, eigene Videoreihen, aber das ist schon sehr lang her. Ich habe leider echt nicht so viel Zeit dafür. Ich habe leider einen richtigen Job, wo man anwesend sein muss, deswegen. Aber das ist auch schon wieder falsch gesagt. Das ist ja auch ein richtiger Job. Das ist ja Selbstständigkeit. Naja. Aber es ist schon was anderes, als irgendwo hinzumüssen. Ach, come on, ey. Jetzt hau doch ab. Kriegst du schon noch hin? Ja, ich glaube nicht. Ich komme nicht über ihn drüber. Und bis ich mal drüber bin, ist er schon wieder ganz woanders. Ich lande ja echt kaum Treffer. Das ist super frustrierend gerade. Oh Mist, mein Schild ist kaputt. Oh oh, oh oh. Ich kann auch nicht wirklich gut unter ihm durchrollen. Ich habe übrigens auch keinen eigenen Twitch. Ich will immer Switch sagen. Ich habe keinen eigenen Twitch-Kanal. Oh, nein, so knapp. Macht aber zum Glück überhaupt nichts. Kostet 100 Gold und dann können wir einfach weitermachen. Aber es wäre trotzdem cool, wenn ich es noch geschafft hätte. Ach so, ich bin wieder da, okay. Ja. Hallo. Ach, come on, jetzt hüpf doch über ihn drüber. Ich hasse ihn. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Das sind doch Scheißattacken. Ja, es gibt Scheißattacken in dem Spiel. Dö.
Okay. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. So. Cheater. Du bist so ein Spiel, das Spiel sieht das so vor. Ja, lass uns. Tja. Oder ich spule das vor. Genau. Endergebnis. Aus Metal Gear. Die Merl. Die Merl. Wie das Pokémon. Klassisch. So. Wie machen wir das denn jetzt? Willst du übers Tablet eine Pizza bestellen? Okay. Und ich mach währenddessen irgendwie alleine hier irgendwie ein paar okay. Kämpfe. Du bist immer noch im Kampf mit der Todeskralle. Ja, das ist dann doch... Also wie lange schon? 2 Stunden? Das stimmt, schon langsam. Das geh doch irgendwo hochleveln und komm in ein paar Level wieder. In welchem Spiel denn? In Fallout 76 oder in 4? In 4. Ja, okay. Oder du machst es so, dass du ganz viel Plasmaminen mitnimmst und bevor du die Todeskralle triggerst, alles mit Minen auslegst. Überall Minen. Das ist auch eine Taktik. Die Zuschauer suchen den Belag der Pizza aus. Ah, ich weiß nicht. Da habe ich Angst. Au, haust du ab. Okay, das war leicht. Das war ein KP-Kampf, das checke ich jetzt erst. Also, falls ihr verwirrt seid... Es gibt in dem Spiel quasi über 1000 Geister, so heißen die, von Videospielcharakteren, die nicht wirklich im Spiel sind. Mache ich das über Lieferando? Ja. Okay. So wie den hier zum Beispiel, Garrett aus Golden Sun. Und die Seele von ihm, der Geist, übernimmt jetzt quasi Roy, den Fire Emblem-Charakter, den es wirklich gibt. Und die Kämpfe sind dann immer so ein bisschen an die Charaktere angepasst, an die Geister. Und man selber kann auch so Geister ausrüsten, die einem dann wiederum helfen, gegen den Kämpfer zu bestehen. Deswegen bin ich jetzt Link mit dem Geist von Turtok und bin immun gegen Feuerböden, weil sonst wäre das ein ziemlich schwerer Kampf hier. Ein unmöglicher Kampf eigentlich schon fast. Oh, das war leicht. Oh nein, come on. Ich schieß nochmal. Und man muss eben den Kämpfer treffen mit dieser Gun, dann schaltet man ihn frei und kann dann in seiner Sammlung eben, ja. Ja, machen wir beim Obersten, oder? Wolltest du? Ja, aber ist egal. Machen wir. Ja. Ist mir egal, von mir aus. Mach, wo du... Mach was du willst. Okay. Hauptsache Pizza. Haben wir Bargeld? Nee. Ach, verdammt. Dann müssten wir das über einen Laptop machen, wegen dem PayPal-Zugangsdat, weil die weiß ich nicht auswendig. Ach, alles ist unverständlich. Dann musst du jetzt spielen und ich bestelle die Pizza. Okay, dann müssen wir das so machen. Dann mache ich jetzt noch einen Kampf. Mit Spectre Knight aus Shovel Knight. Bam.
Kann es sein, dass die Kämpfe im neuen Smash Bros. Schneller gehen? Ich glaube eigentlich... Na, es kann schon sein, dass es ein bisschen schneller geworden ist. Das kann schon sein. Oh Gott. Der Rattle aus Donkey Kong Country 2 und 3. Ein Reittier. Das waren noch Zeiten. Das waren noch echte Spiele. Wir haben auch leider nur wenig Lieferservice in der Nähe. Wir haben teilweise Mindestbestellwerte von 30 Euro bei manchen Sachen. Zu zweit geht's noch eher, aber trotzdem ist es viel. Ja. Also leider. Gut, dann gebe ich dir den Controller. Okay. Such dir einfach Gegner aus und... Ach so, soll ich das spielen? Nee, was willst du denn? Ich hätte sonst nämlich... Ach so, ja gut. Genau. Okay, dann machen wir das so. Ich hätte nämlich ein anderes Spiel gespielt. Ich hoffe, es ist okay für euch. Nämlich Crypt of the Necrodancer. Das ist cool. Ja. Und ich bestelle währenddessen Pizza. Genau, da kann man nämlich relativ... Spiel ich das mit deinem oder soll ich das mit meinem spielen? Wie du magst. Nimm ruhig, genau. Der Crypt, ich hoffe, also ich weiß nicht, kennt ihr alle Crypt of the Necrodancer? Das ist nämlich eigentlich voll cool. They told me I needed more training. I told them to drop dead. How ironic. I don't know how I survived that fall. Something strange must have happened. My pulse is beating like a drum, but my blood is running cold. I'm not sure what's going on, but I came here with a question. And I'm gonna find the answer if it kills me. Genau, das ist nämlich Crypt of the Necrodancer. Im Prinzip ist es so ein Roguelike. Ist das Dungeon Crawler? Ja, oder? Ja. Also man arbeitet sich praktisch Dungeon für Dungeon nach unten. Aber das Coole ist, es ist auch ein Rhythmusspiel. Das heißt, man arbeitet im Rhythmus. Und das ist voll cool. Ich nehme jetzt mal sie. Aber es gibt verschiedene andere Charaktere, die jeweils halt andere Fähigkeiten haben. Vier Käse? Ja, okay. Riesig? Ja. Okay. Riesige Vier-Käse-Pizza. So, fangen wir mal an. Das ist schon cool. Man kann sich nämlich im Prinzip nur im... Oder sollte sich nur im Takt der Musik bewegen. Ah. Ich bin auch zu lang noch. Verdammt. Irgendwie... Und jeder Gegner hat so ein gewisses Tanzmuster, in dem er sich bewegt. Genau. Und wenn man das lernt, kann man eben ganz gut gegen die kämpfen. Aber es muss halt schnell gehen. Es ist nicht wie bei klassischen Dungeon Crawlern, dass man nachdenken kann, sondern es muss immer im Takt der Musik passieren. Genau. Und es gibt ganz viel Waffen und Equipment und Zeug und so. Wie so ein Roguelike halt, wie man es kennt. Genau. Und ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spaß macht, aber es ist echt verdammt cool. Es ist echt richtig cool. Und das hat einen coolen Soundtrack. Ja. Das ist auch eins der Sachen, die dem Spiel so... Ja, ein Brettspiel. Cool. Bekannt ist eben der Soundtrack. Und ich muss praktisch den Weg nach oben finden. Also beziehungsweise den... Ach, den Eingang nach oben. Das nächste Level. Ich habe schon gesehen, da oben war auch der Händler. Nochmal hingehen. Ach verdammt, manchmal verpasse ich ein paar Beats. Du bist aber auch nicht ganz im Takt irgendwie. Was ist das? Ah, was nehmen wir da? Mehr Sichtradius nehmen wir auf jeden Fall.
Das ist schon echt cool. Also wenn ihr das noch nicht habt, dann guckt da mal rein. Das ist auch eigentlich gar nicht so teuer. Also es geht voll vom Preis her. Und es macht super Spaß. Ah, hier geht's nach unten. So, und im nächsten Level. Jedes Level hat so seinen eigenen Song. Oh oh. Oh Gott, aber es ist echt schwierig zu reden und gleichzeitig den Takt zu halten. Ja, den Takt zu halten. Das ist gar nicht so einfach. Das denke ich mir sowieso jedes Mal, wenn ich hier Awesome Games dann quick schaue. Weil manche sind ja dabei und machen den Speedrun und reden währenddessen. Und ich denke mir jedes Mal, ich könnte es nicht. Mich darauf konzentrieren, dass ich irgendwie Speedrun-Techniken richtig hinkriege und gleichzeitig irgendwas erklären? Nee. Ja, aber ich glaube, das ist bei den Profi-Speedrunner nur noch Muscle Memory. Ja, die denken da nicht mehr nach. Wahrscheinlich. Aber es gibt ja trotzdem so Serious-Time-Momente. Oh Gott. Jetzt muss ich kurz mein Handy holen, falls die anrufen, und dann bin ich wieder dabei. Bin ich wieder da. Dein Handy ist hier. Ja. Ah, noch besser. Perfekt, dann bin ich wieder da. Aber spielt ruhig weiter, den war noch. Ich bin wahrscheinlich eh gleich tot. Ah, nö, ich habe noch relativ viel Leben. Man muss sich nämlich auch beeilen, weil das Lied geht irgendwann zu Ende. Und wenn man es nicht schafft, innerhalb der Zeit... Innerhalb der... Was ist das für ein Symbol? Da geht's in einen Raum, einen extra Raum. Okay. Ah, ich könnte sogar was kaufen. Zufälliges Item für 40 Gold kaufen. Nimm mal einen Ring. Ach, kann man noch mehr kaufen? Ja, ja, du kannst so viel kaufen, wie du willst. Es wird halt immer teurer. Okay. Okay, aber ich glaube, das reicht. So, da bin ich wieder. Danke fürs Followen, Koopa Haters 88. Freut uns. Oh Gott. Löschst du den... Nee, ich lade es sogar auf YouTube hoch, die Livestreams. Ich bin mir nicht sicher, ob die Länge der Lieder unterschiedlich ist. Nicht großartig, glaube ich. Ist wahrscheinlich ähnlich. Oh Gott, Minotaurus. Ah, okay. Ja, der hat mich getötet. Tja. Es ist nämlich echt schwierig, wenn da so viele Gegner sind und jeder hat sein eigenes Pattern, das dann hinzukriegen. Naja. Aber 6 Rubine haben wir gesammelt. Dann können wir gleich mal gucken, was hast du denn noch nicht? Vieles. Okay. Mit diesen Diamanten, die man sammelt, kann man eben permanente Upgrades kaufen, die run-übergreifend dann sind. Genau. Und man muss die am besten auch kaufen, weil wenn man das nächste Mal in so eine Zone geht, dann werden die gelöscht. Das heißt, man sollte die auch einfach ausgeben. Ja, aber das ist ein echt cooles Spiel. Das hat einfach, das ist so vom Soundtrack her so ähnlich wie Hotline Miami, finde ich. Also von, das geht einen einfach in den Kopf und das kann man auch so hören. Das macht voll Bock. Also wenn ihr das selber mal spielen wollt und das noch nie gespielt habt, ich kann das nur empfehlen. Das ist voll super. Aber ja, macht das wirklich Spaß. Auch. Ich meine, das könnten wir auch Co-op spielen tatsächlich. Ja, lass uns doch eine Runde, einen Run zu zweit spielen. Oder? Warum denn nicht? Okay, na gut. Und danach würde ich echt gerne noch Kingdom 2 Crowns mal zu zweit probieren. Ich könnte im Takt singen. Nee, lieber nicht. Du musst die Schultertasten drücken. Ja, genau. Bin da. Nein. Nein! So. Cool. Genau. Spielen wir mit Standardcharakter? Ja, machen okay. wir.
Oh Mist, das war jetzt echt blöd von mir. Bin voll in den Schleim reingelaufen. Bin doch nicht reich genug. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Speer. Das heißt, dass ich eins mehr Reichweite im Nahkampf habe. Ich kann jetzt Gegner treffen, die ein Feld von mir entfernt sind. Und ich habe eine Fackel gefunden. Ich habe aber keine Ahnung, was die bringt, weil dadurch, dass man sich so schnell bewegen muss im Takt, lese ich meistens überhaupt nicht, was da steht. Nein. Oh, shit. Ich habe auch noch eine Bombe gelegt. Aus Angst. Ja. Ah, ich bin tot. Aber der Grüne ist noch nicht so schlimm. Ah, Mist. Warum hat er mich denn jetzt getroffen? Ich dachte, ich hätte den Pattern perfekt. Aber ich bleibe noch ein bisschen auf der Ebene. Wobei, ich habe auch nur noch ein Herz. Krass. Ja, es kann schnell gehen einfach. Selbst wenn man das einigermaßen kann. Gerade wenn das alles im Takt sein muss. Das ist schon krass. Vor allem, wenn man das selber mal gespielt hat. Weil es gab jetzt zum diesjährigen AGDQ, also auf Awesome Games dann Quick, gab es einen Speedrun zu Crypt of the Necrodancer. Ach echt? Den habe ich gar nicht gesehen. Ah, der ist voll krass, weil der spielt in doppelter Geschwindigkeit. Mhm. Und der spielt in dem Modus, wo man alle Zonen nacheinander machen kann. Und zwar im Super-Hard-Mode, wo alles dich tötet. Also sobald du aus dem Takt bist, bist du tot. Sobald du Gold berührst, bist du tot. Gegner töten dich auf einen Schlag. Also im Prinzip alles tötet dich. Und der hat es, glaube ich, bis ins dritte Level geschafft, bevor er dann gestorben ist. Aber das ist schon echt cool. Gerade wenn man das Spiel selber mal gespielt hat, dann weiß man, was das eigentlich, also wie krass das ist, das so zu spielen. So, ich gehe jetzt runter. Ja. Dann lebst du wieder. Da sieht man es mal wieder. Seht unten diese Striche, die da ins Herz laufen, werden jetzt nämlich rot. Das ist nämlich der Song fast vorbei. Genau. Wenn man zu lang braucht, dann ist doof. Hä? Warum habe ich jetzt einen Fireball gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich habe nicht mal... Keine Ahnung. Komisch. Ah, Bomben. Noch mehr Bomben. Und gerade im Multiplayer-Modus muss man auch echt aufpassen, ja, dass man sich nicht im Weg steht. Das stimmt. Das kann nämlich passieren. Ah, dann nehme ich die Fackel. Okay. Moment, da ist auch noch ein Ring. Ja, wir hatten... Irgendwie. Aber willst du wirklich... Okay, heilt gut. Jeden Level ist vielleicht nicht schlecht. Du hast vor allem nur ein halbes Herz. Okay, weiter geht's. Oh oh. Oh oh, eine Fake-Truhe. Warum kann ich denn der nichts tun? Jetzt. Teleportation, okay. Ja, ah, den lassen wir lieber mal Angst da. Ein bisschen, ja. Okay, ich muss wieder intakt. Wollen wir zum Händler? Ja. Alles ganz gut, das nehme ich. Was ist das? Doppelter Schaden erhalten und anrichten. Nee, das will ich nicht. Das Schwert brauche ich auch nicht unbedingt. Okay. Obwohl, doch, ich nehme es. Okay. Befürchtet, dass wir da rein müssen. Ja, ich denke auch. Ja. Oh. Huh? Ja, du oh, hast eine Krone. Teleportation. Ich verstehe, aber jetzt ist sie zerbrochen. Oh oh. Sehr gut. Oh, vielleicht schaffst du es sogar noch. Oh ja, ich versuch's.
Komm schon, blöde Fledermaus. Okay, okay, ich war voll aus dem Takt am Schluss. Hä? Die sind alle ins Loch gesprungen. Ja, naja, die haben halt auch ihre Pattern. Ja. Das ist nämlich auch cool. Manche verfolgen einen, manche kommen auf einen zu. Die haben auch eigene Bewegungspatterns jeweils. Muss man halt alles irgendwie auswendig lernen. Manche Gegner habe ich bis heute nicht verstanden, was die machen. Ja. Ah. Aber es ist so typisch mit diesen Spielen, die so sehr auf oh nein. Oh, okay. Die so sehr auf Musik setzen. Das ist ja bei Hotline Miami genauso. Das ist schon einfach hypnotisierend. Ja, das ist, oder? Es ist schon cool. Man kommt wirklich in so eine Zone. Was ist denn das? Bleib stehen, erhöhe Schaden. Können wir uns wenigstens leisten. Aber nehme ich noch. Ich glaube, auf der Seite wäre auch noch. Ah, nee. Ach so, okay. Na doch, wäre schon was. Egal. Gewesen. Na gut. Okay, lassen wir das. Weil das ist schon echt cool, aber ich glaube, das muss man spielen. Zum Zusehen ist das nicht so. Wahrscheinlich. Es fühlt sich auf jeden Fall, wenn man spielt, echt total crazy an. Okay, dann spielen wir mal Kingdom Two Crowns. Da bin ich gespannt. Okay. Ich muss nochmal schnell den Stream-Titel ändern. Moment. Kingdom. Oh, wenn man es richtig schreibt, geht's vielleicht auch. Boah. Ah. Wer holt eigentlich das Essen, wenn es kommt? Ich. Okay. Ich muss mal ganz schnell toilettieren. Okay. Wartet mal, ich mache jetzt den Stream kurz aus und bin aber sofort wieder da, nur damit ich das dann nachher bequemer auf YouTube hochladen kann. Bis gleich.